Sonne von oben, Wasser von unten. Besser kann so ein Wochenende gar nicht sein. Kleine Seelöwen und Freizeitnixen nebst erziehungsberechtigter Einheit bevölkerten am Samstag Pirnas Traditionsplanschbecken, das Geipelbad. Musik, etwas Clownerie für diverse Muskeln. Es gab wohl nichts, was die ostsächsische Sparkasse Dresden anlässlich ihres ersten Familientags nicht aufgefahren hätte. Toll, dass hier ein schöner Hindernisparcours auf dem Wasser ist. Dann gibt es hier ganz viele Bälle in einem schönen Bad. Das finde ich cool. Im Geibeltbad ist eben immer etwas los. Meistens etwas Nasses mit Spaßfaktor für alle zwischen 0 und 100 Jahren. Den Jungs gefällt die Rutsche und das Babybecken hinten. Ja, eigentlich alles schön hier. Für die Familienfete hatte die ostsächsische Sparkasse auch noch einen besonderen Schatz vergraben. Ab heute kann im Geibelbad mit dem Smartphone an der Kasse bezahlt werden. Das ist ganz unkompliziert, einfach und erspart Ihnen das Kramen nach dem Portemonnaie. Auf dem Smartphone wird ein Strichcode produziert und den zeigen Sie vor an der Kasse, wird an der Kasse eingescannt und im Anschluss wird der Betrag vom Konto abgebucht und fertig. Wer Bluecode haben will, App herunterladen, mit dem Girokonto verbinden, dann kann es losgehen. Ein Piep und fertig. Übrigens, auch Kunden anderer Banken können die App nutzen. Sparkasse und Stadtwerke sind im Landkreis die Pioniere auf dem Feld des Digital Payment. Genug Möglichkeiten, die App zu testen, gibt es jetzt im Geibeltbad. Es wird für alle Gäste, die bis zum 11. Mai hier mit Bluecode bezahlen, einen Rabatt von 25% auf den Eintrittspreis geben. Ich denke, das ist eine schöne Motivation, Bluecode zu testen und auch das Geibelbad zu besuchen. So viel Neues an nur einem Tag. Ab ins kalte Nass zum Abkühlen der Synapsen. Da kommt man mit allen Kindern ins Geibelbad, nicht zwingend nur den eigenen. Zwei sind mir, eins ist geborgt, ist mein Neffe. Ich plansche eher mehr rum als schwimmen. Aber wenn ich runtergeschubst werde, dann muss man ja schon. Ich schwimme einmal pro Woche, ich bin im Schwimmverein. Ob Genussplanscher oder Kraulenthusiast, beim Sparkassenfamilientag im Geibeltbad könnte ein jeder so richtig in seinem nassen Element sein.